Hi ihr Wundervollen, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video. Und zwar habe ich mal wieder Favoriten für euch. Ganz random, einfach so die Dinge, wo mir aufgefallen ist, so Mensch, Maya, du, die habe ich wirklich gern benutzt in den letzten Wochen. Und die habe ich wirklich gelernt zu schätzen. Das ist, finde ich, auch immer so eine Sache. Oft hat man Dinge, die man gern benutzt, aber man weiß es gar nicht so zu schätzen. Und seit ich auf Reisen bin, geht mir das ein bisschen anders. Ich habe nicht sehr viel und muss mit wenig auskommen und dann weiß ich eben so Kleinigkeiten sehr, sehr zu schätzen. Und wir fangen gleich mal an mit einer Food-Sache, die basic-mäßiger nicht sein könnte, die ich aber so zu schätzen wusste die letzten Wochen, und zwar Haferflocken. Es ist wirklich eins der unterschätztesten Produkte, glaube ich, überhaupt. Wobei, ich glaube, viele benutzen die ja schon. Aber oh, Haferflocken, die sind so günstig zu bekommen. Aber sie sind wirklich gesund und man kann sie wirklich toll vielseitig einsetzen. Ich persönlich bin nicht der größte Porridge-Liebhaber. Das ist mir irgendwie zu schwer und zu viel irgendwie. Aber ich habe für mich entdeckt, Haferflocken als Topping in Smoothie Bowls zu machen. Ich liebe Smoothie Bowls im Moment. Und da dann eben als Topping diese Haferflocken drüber zu geben, die haben einen ganz guten Eiweißwert von 12,5 Gramm, was wirklich nicht schlecht ist. Die haben einen relativ niedrigen Fettwert, oder das ist in Ordnung. Und die liefern uns eben schön Energie, sind gesund und eben günstig. Also auch für jeden, der so ein bisschen aufs Geld gucken muss, finde ich, sind Haferflocken eine tolle Sache, um sich auch mal einen süßen kleinen Snack zu machen oder eben als Frühstück oder als Mittagessen oder was auch immer. Also Haferflocken sind wirklich vielseitig einsetzbar. Es gibt sogar die Variante, deftiges Porridge zu machen. Mag ich jetzt nicht, aber das gäbe es auch. Also Haferflocken sind wirklich vielseitig einsetzbar und ich habe sie sehr, sehr geschätzt. Dann muss ich euch eine Sonnencreme zeigen. Ich weiß, es ist Winter in Deutschland, aber Sonnenschutz sollte man das ganze Jahr übertragen, eben vor allem gerade im Gesicht. Auch das Gesicht ist wirklich auch im Winter den UV-Strahlungen ausgesetzt, eben nicht nur im Sommer bei 30 Grad. Und deswegen zeige ich euch das hier und vielleicht fährt der andere, ein oder andere auch noch in den Urlaub im Winter oder sowas. Und ich habe hier die von Dermasense, die Solvinea Med Lichtschutzfaktor 50 plus Sonnenschutz-Gel-Creme für Gesicht, Hals und Dekolleté. Und ich finde sie klasse. Das ist wirklich eine Gelcreme, die ist leicht, die zieht schnell ein, die klebt nicht, die gefällt meiner Haut. Ich finde sie auch toll. Manchmal creme ich damit auch noch die Schultern ein, weil sie eben gar nicht klebt. Sie ist ein bisschen teurer, aber man muss ja auch sagen, es sind 150 Milliliter drin. Das ist wirklich eine große Packung und man kommt damit sehr, sehr lange hin. Von dem her ist es wieder eine recht günstige Creme fürs Gesicht. Und gerade für alle, die sagen, ich packe diese fettigen Sonnenschutzcremes im Gesicht nicht, und deswegen benutze ich keinen Sonnenschutz. Guckt euch das hier an. Damit werdet ihr Sonnenschutz wieder lieben lernen, glaube ich. Also probiert das unbedingt aus. Ist auch reizfrei, hat gute Inhaltsstoffe und einen guten UV-Schutz. Und deswegen mag ich die sehr. Dann habe ich euch in meinem letzten Haul, den ich gerne mal hier oben verlinke, euch gezeigt, dass mir aus Orgonit diese Kette hier zugeschickt hat. Und zwar ist das der Prana-Tropfen Matrix. Und ich mag den sehr, sehr gern, oder Metatron steht für die Matrix so ein bisschen. Ich liebe den, oh mein Gott. Und deswegen muss ich ihn hier zeigen, weil ich ihn so sehr liebe. Ich stehe generell auf all den Schmuck von Os Orgonit. Aber ich muss auch sagen, ich mag es nicht so gern, wenn Schmuck zu alternativ aussieht, ja, oder zu spirituell oder sowas, dann schreckt mich das oft so ein bisschen ab, ja, weil ich will ja nicht, dass jeder auf den ersten Blick irgendwie sieht, ach Gott, das ist ein Hippie oder sowas, ich weiß nicht, stehe ich einfach nicht so drauf, aber dieses Schmuckstück hier ist so edel und deswegen liebe ich es so sehr, weil es eben aus Schwarz und Gold besteht. Edler geht es einfach nicht mit diesem schwarzen Band. Das sieht einfach sehr hochwertig, sehr edel, sehr elegant aus und das mag ich eben da dran und hat aber zeitgleich eben diese Kraft. Und zwar steht dieser Anhänger dafür, dass er unsere Gedanken im positiven Sinne so ein bisschen kontrolliert, unseren Gedankenoutput, den wir in die Matrix schicken und der ja auf irgendeine Art und Weise immer zu uns zurückkommt. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Ich habe auch das Gefühl, ich bin durch so ein paar schwere Phasen auch in den letzten Wochen immer mal wieder gegangen und ich hatte wirklich das Gefühl einfach, dass mir das auch hilft, wirklich immer positiv zu bleiben, und ich bin immer positiv geblieben und dadurch ist auch Wunderschönes passiert, ja, und es hat sich alles irgendwie so umgekehrt vom Negativen ins Positive oder vom vermeintlich Negativen. Und deswegen, also ich mag zum einen diese Wirkung davon und ich mag die Optik davon und ich mag es, wie es sich anfühlt, ihn an mir zu tragen.
Es fühlt sich einfach wirklich wie ein Schutz an und ich mag den sehr, sehr gerne. Mit dem Rabattcode LOVETHEPARTY bekommt ihr 20%, habe ich euch auch schon öfter gesagt. Ich kann es euch nur ans Herz legen, da vorbeizugucken. Ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn man jemandem was sehr, sehr Besonderes schenken will zum Beispiel. Oder jemandem sowas schenken will, der auch eben nicht so viel anfangen kann mit zu hippiemäßigem Schmuck oder Schmuck, der zu sehr nach so der geistigen Welt aussieht, sondern der eben nach außen hin wirklich einfach elegant wirken möchte, aber eben gerne so eine Wirkung hat. Für all diejenigen ist eben bei Aus Orgoni sicher was dabei und ich liebe eben vor allem den hier und wollte euch den heute zeigen. Dann ein Buch, das ich gerade lese und zwar habe ich mir wirklich wieder Zeit genommen zu lesen. Ich finde, das kommt sehr oft zu kurz. Man hängt immer am Smartphone irgendwie und das ist wirklich eine Krankheit. Ja? Man hängt am Smartphone oder vom Laptop und das Lesen kommt viel zu kurz. Und ich habe gesagt so, stopp, ich will wieder mehr lesen, das tut mir gut. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Art von Wissensaufnahme. Und ich habe mit dem Buch wieder angefangen, How Not to Die. Ich finde, das ist ein ganz, ganz klasse Buch. Ich habe das schon lange, aber ich habe jetzt wieder damit angefangen. Da geht es darum, im Endeffekt kann man sagen, es geht um die ernährungsbedingte Krankheiten und wie man eben vermeiden kann, an all diesen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, Krebs, koronare Herzerkrankungen und so weiter zu erkranken, also was die Ernährung da für eine Rolle spielt. Und dann auch im zweiten Teil geht es so ein bisschen darum, wie man sich jetzt wirklich ganz konkret ernähren sollte. Und ich finde dieses Buch sehr, sehr spannend. Und ich finde, das ist so ein Buch, das einfach überhaupt nicht Partei ergreift für irgendeine Seite, sage ich jetzt mal ernährungstechnisch, sondern einfach nur für die Gesundheit Partei ergreift und wirklich auf wissenschaftlichen Fakten basiert. Und ich finde das Buch toll, ist aber gleichzeitig leicht zu lesen. Und ich finde, das sollte jeder irgendwie gelesen haben, dem seine Gesundheit am Herzen liegt und jeder, der sich selbst das wert ist, sollte dieses Buch gelesen haben und deswegen wollte ich es euch auch heute vorschlagen. Es gibt auch noch das Kochbuch dazu, was ich gerne hätte. Mal gucken, ob ich mir das demnächst mal hole. Das hätte ich aber gerne als richtiges Buch. Ich habe bei Kochbüchern gerne auch mal so ein richtiges Buch in der Hand. Ich gucke mal, aber das gefällt mir sehr gut und das lese ich eben hier auf meinem E-Book-Reader. Deswegen habe ich es nur eingeblendet, weil ich den jetzt auf Reisen dabei habe. Aber wirklich ein tolles Buch und sehr empfehlenswert. Ich habe auch nochmal einen Food-Favoriten für euch. Auch was sehr Basic-mäßiges, was ich so lieben gelernt habe. Und zwar ist das Balsamico-Essig. Oh mein Gott! Ich wusste nicht, wenn man da einen leckeren, schmackhaften Balsamico-Essig hat, dass Balsamico-Essig so geil sein kann. Also, wenn ich das nur rieche... Wartet mal. Ah, jetzt kriege ich es nicht auf. Ach, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Ich finde, Balsamico-Essig, wenn man da wirklich 1, 2, 3 Euro mehr investiert und einen nimmt, der so ein bisschen lieblicher schmeckt, ja, der nicht so super säuerlich, essigmäßig nur schmeckt, der, sondern der so ein bisschen entspannter irgendwie im Hals ist, ich kann es nicht anders erklären, dann ist es so lecker. Ich finde, Balsamico-Essig, ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer, damit schmeckt jeder Salat gut, damit schmeckt Linsensalat auch richtig gut oder Salat mit Bohnen. Ich finde das so, so lecker und man braucht gar nicht immer fancy Salatdressings. Man braucht einfach irgendwie nur einen ganz guten Essig und ein leckeres Öl und davon einen kleinen Schuss und eben Salz, Pfeffer und dann passt das. Ganz oft liegt es einfach daran, dass der Essig nicht wirklich gut ist und dass es daran dann oft scheitert. Aber wirklich, der ist toll hier zum Beispiel. Es gibt auch noch besseren, den ich daheim immer hatte. Ich packe euch das mal gerne in die Infobox. Und dann könnt ihr euch da mal umgucken. Es gibt wirklich tolle Essig- und Öl-Geschichten, die jeden Salat richtig lecker machen. Das waren meine Favoriten der letzten Wochen. Sehr basic, aber ich bin sehr dankbar für diese Dinge in meinem Leben. Die sind so einfach, aber die sind so schön und die schmecken teilweise gut und die erleichtern mir das Leben oder die inspirieren mich wie das Buch. Und ich finde es eben schön, sich auf ein paar wenige Dinge zu beschränken und dann auch wirklich dankbar dafür zu sein. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, für was ihr diesen Monat dankbar wart. Was für Dinge haben euer Leben so ein bisschen schöner gemacht in den letzten Wochen? Ich freue mich darüber, dass zu lesen von euch und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das hier gerne einmal tun, damit ihr kein Video von mir verpasst und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann, eure Patti. Ciao!